AJ. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Das sind die Glücklichen. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 4 mit dem Sascha. Und leider ging das schon mal so los, weil ich habe vorher noch was anderes kurz gespielt gehabt und bin ich da leider aus Versehen reingestolpert sozusagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ihr habt da nichts verpasst, deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt. Sind ja wie gesagt... Wo muss man denn hin? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Wo muss man denn hin? Wo müssen wir hin? Oh Gott, wir haben ja noch richtig... Alter Schwede, sehe ich jetzt erst, wie viel das ist. Krass, und ich halte mich die seit Folgen hier unten auf. Na super. Wo muss er denn hin? Muss man da hin? Das ist ein Tagebuch. Wir nehmen das mal mit hier. Dummerweise nicht richtig zugehört gehabt eigentlich. So doof. Ich wollte eigentlich Hauptmission machen. Hat mir jetzt mein Boot geklaut? Mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte. Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten Elf anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kanye verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Der ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. Yeah, mit dem Helikopter. Jawoll. Was, wieso? Was jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier.
Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter Missionen. Hier zuerst mal, wenn wir schon den Helikopter sehen, gucke ich mir den unbekannten Ort hier an. Wo ist er denn hin? Jetzt will mein Fernseher sich wieder ausschalten. Das Ding ist cool. Ach, das Ding ist, das ist bestimmt unter Wasser. Dann setzen wir den mal hier ab, weil den will ich nicht hergeben. Ah, da ist ein Baum. Das ist ja ein cooles Teil. Na, geht da mal hoch. Kann ich mich denn unter Wasser irgendwie wehren? Nee. Ey, komm, das lasse ich mal lieber. Hab ich irgendwie wenig Bock zu. Bist du jetzt mit dem Haar oder was? Was haben wir denn hier? Entschuldigung. Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ja. Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Wahoo!
Der Typ hat eine Meise. Aber ich mag ihn. Beschützen hat Hilfe rein, will der Freundin, um den Kommen mit einem Freund zu spielen, will den Kommen mit dem anderen zu spielen. Okay. Du hältst Schützenhilfe von Bürgers Marken, um sie zu verhetzen. Okay. Okay. Und das war's jetzt hier? Das war's jetzt hier. Was haben wir denn da? Verdammt, falsche Taste. Ich will immer rennen. Bei jedem Spiel ist das anders. Ich spiele einfach zu viel. Hallo. Piratifilms, überleben. Dieses Rennen ist ganz nach Seite, dass ich mein Fahrer durch die Checkpoints umdrehen soll. Achtung! Adler! Adler! Ernsthaft jetzt? Wie geht's meinem Talent? Gut ausgeruht, hoffe ich. Denk dran, mach's schnell, mach's hart und was auch passiert, lass die Kamera laufen. Ups. Ah! Oh, ich hätte lieber einen Quad. Geh mal aus dem Weg! Achso. Ja, wo ist denn das nächste Fahrzeug? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn das nächste Fahrzeug? Geht ja völlig in die Hose. Hä? Ja, machen wir nochmal. Neustart. Komische Mission. Ja, aber wo? Achso, da vorne. Das war hier. Ist natürlich jetzt scheiße zugeparkt. Fuck, das hab ich verpasst. Ein Elefant. Das schafft man nicht. Wow! Muss ich hin? Wo ist das scheiß Tor? Scheiße. Ja, machen wir nochmal. Mit ihrem Adler, ey.
Geh weg. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Baum. Wo ist das nächste? Da unten ist das nächste. Elefant. Wo ist das nächste? Da ist das nächste. Okay, da fahren wir nicht wieder drüber. Das ist mir vielleicht schon mal passiert. Wow. Ich glaube, das wird's hier sein. Naja. Da sind so kleine Special-Dinger. Kannst du mal eigentlich die Waffe wegstecken? Das nervt ja, dass du die ganze Zeit die Waffe in der Hand hast. Wenn der den Außenposten erobert hat, können die Leute endlich wieder das Tal verlassen. Gut. Gut, wegen der einen Kiste da, da ist natürlich auch ganz schön was. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf zum nächsten. Wollen wir mal vorankommen. Ich glaube, hier sind ja keine Missionen mehr. Den haben wir schon befreit. Hier unten sind noch. Ja, aber das ist. Dass die die ganze Zeit da rumballern müssen, ey. Du wirst nicht als Wildschwein gelten, ja? Was? Na gut. Ein Adler greift an. Wo? Oh. Hier ständig mit eurem Adler. Gut, dann holen wir uns mal den. Jetzt ballern die schon wieder rum. Ah, ein Nashorn, ein Nashorn, ein Nashorn, ein Nashorn. Wow. Alter. Alter. Ich hatte einen Nashorn getötet. Na super. Was ist denn das für eine doofe Folge gewesen? Also alles komplett durcheinander. Na gut, aber wir machen mal eine kurze Pause und in der nächsten Folge wird es alles besser, ich verspreche es. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Far Cry 4 mit dem Sascha. Dankeschön, ciao.